Jahr Türchen 23, das vorletzte für dieses Jahr. Aber die Freude auf die Figuren, die dahinter sind, ist doch größer. Also, ran an die Tür. Ja, und es geht blitzschnell. Da unten ist sie. Gibt ja nur noch zwei Möglichkeiten. Und was haben wir hier drin? Aha. Eine. Ja, dunkelhäutige Dame oder ein Herr. Schwer zu erkennen. Vielleicht hat er wieder was in der Brusttasche, wird meine Frau sagen. Aber es dürfte doch eine Frau sein, oder? Ich weiß es nicht. Aber warum müssen die immer barfuß sein? Oder haben die Schuhe an? Das ist natürlich jetzt ungeschickt gewählt, die Farbe, ne? Muss ich mal ergründen hier. Aber schöne Figur, ja. Kommen wir zum letzten, nein, zum vorletzten noch. Da unten ist die 23. Und, aha. Ein sitzender Arbeiter. Der könnte also in der Baumaschine sitzen oder so. Ja, schöne Figur. Kann man sich schon einigermaßen vorstellen, was man mit der macht. Ja, zwei schöne Figuren, aber ihr dürft wieder in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ist das eine Dame oder ein Herr aus dem Faller-Kalender? Und was denkt ihr denn, wo man den Bauarbeiter hinsetzen kann? Oder was ihr für Vorschläge habt, wo man den hinsetzen kann? Wir sehen uns dann morgen zum Türchen 24 und zum Finale dieses Adventskalender-Special. Und zeigen dann auch morgen nochmal alle Figuren aus den einzelnen Kalendern in Grüppchen dann zusammengefasst. Also freut euch auf morgen, lasst heute ein Like da. Kommentiert und bleibt gesund. Bis dahin viele Grüße, euer Markus und tschüss.